Vampire sind uns aus etlichen Geschichten und Legenden bekannt. Doch es gibt Vampire auch heutzutage. Wie moderne Vampire aussehen und wie wir uns vor ihnen schützen können, das erfährst du in Shuatha Danza Rostands Buch Moderner Vampirismus. Hier hörst du einen Auszug aus Kapitel 2. Der Vampir. Was ist das? Was ist Vampirismus? Wer ist der Vampir? Vampirismus muss als System oder Zustand verstanden werden, in dem Menschen indirekt ihrer Lebenskraft beraubt werden. Man darf es allerdings nicht mit Lebenskraftaustausch oder bewusster Kraftabgabe verwechseln, wie es beispielsweise bei Eltern der Fall ist, die sich liebevoll um ihre Kinder kümmern, auch wenn es schwierig ist, oder wie zum Beispiel ein Freiwilliger unentgeltlich seine Zeit und Kraft für Benachteiligte investiert. Raub ist im Vampirismus als gewaltsame oder listige Übertragung von Lebenskraft zu verstehen, wobei heute in der Zeit der Aufklärung und des Materialismus keine Gewalt mehr angewendet wird, sondern nur noch List. Der Vampir ist also jemand, der aufgrund von speziellem Wissen oder einer Taktik Leben klaut, ohne Spuren zu hinterlassen. Dafür muss er seine Opfer sehr gut kennen. Deswegen wählt er seine Opfer innerhalb seiner Verwandtschaft, seinem Freundeskreis oder auch seiner Kundschaft aus. Der Vampir, der uns hier interessiert, ist der tückische, der listige Vampir. Der brutale Vampir ist einfach ein dummer Dieb. Er überfällt am helllichten Tag seine Opfer und oft wird er sogar von Kameras dabei gefilmt. Er hat auch eine Strategie gehabt. Er hat Lebenskraft gestohlen, aber man kann ihn verfolgen. Er ist eigentlich kein richtiger Vampir. Höchstens ein Relais-Vampir, der für den Hauptvampir, der irgendwo in der Dunkelheit ist, Blut saugt und weitergibt. Der listige und bewusste Vampir ist der richtige Vampir. Dieser ist nur durch Beobachtung, Wissen, Disziplin und Intuition dingfest zu machen, und nur so kann sein Opfer gerettet werden. Das Opfer ist derjenige, der in der Beziehung ungewollt und unbewusst Kraft verliert. Er befindet sich oft in einer engen Beziehung zu dem Vampir, geht einen Scheinparasitismus mit ihm ein und hat aufgrund dieser Distanzlosigkeit keine Möglichkeit, sich selbst als Person und Individuum zu verstehen, geschweige denn sein Vampir und dessen List zu erkennen. Er ist ein unglücklicher Mensch, auch wenn er oft daraufhin trainiert wird, eine heile Fassade aufrechtzuerhalten. Innerlich ist er krank. Er verstummt. Er ist von seiner Intuition abgeschnitten und völlig abhängig von dem Vampir, der ihm auch jeden Sozialisationswunsch und seine sozialen Fähigkeiten vorsorglich abtrainiert. Das Opfer ist einsam oder es beteiligt sich an Gruppen von Menschen, die zusammenkommen, um in einem bestätigenden Umfeld ihre Einsamkeit auszuleben. Das Opfer hat eine Grundhaltung, die ihn immer erkennbar für alle anderen Vampire macht, die unter sich bestens vernetzt sind. Ein Vampir schützt sein Opfer nicht vor anderen Vampiren, ganz im Gegenteil. Je mehr Schäden das Opfer durch irgendeinen Vampir erleiden kann, desto besser. Das Opfer ist abhängig von der Betäubung. Es hat keine Kraft und ist deswegen ständig krank oder müde und lustlos und neigt dazu, sich unterhalten zu lassen. Auch fühlt es sich nicht für seine Lage verantwortlich. Im Grunde ist es nicht schuld an seiner Lage. Doch verantwortlich ist es schon, da es die Würde des Menschen immer in sich tragen wird. Die Gesellschaft, die Verwandtschaft, der Freundeskreis und die Schule sind dafür verantwortlich, dem Opfer zu helfen, denn ab einem gewissen Grad ist wortwörtlich der Geist vom Körper getrennt und die Seele aus dem Leib. Der Mensch ist nur noch ein organischer Gegenstand, reduziert auf seinen animalischen, pflanzlichen und mineralischen Anteil, einfach zu einem elenden Zellhaufen degradiert.